Willkommen bei den T-Mobile Extreme Playgrounds 2010 in Duisburg. Dreckig wird es zugehen, wenn sich 27 Fahrer aus aller Welt in den Disziplinen BMX Dirt Jump und Mountainbike Slopestyle battlen. Musikalisch wird das Ganze von AFI, Sum 41 und Bad Religion versüßt, worauf 4200 Zuschauer schon ungeduldig warten. Hey Leute, ich bin Benny Paulsen und wir sind hier im Landschaftspark. Ja, und bevor die riesen Action hier losgehen, würde ich sagen, zeige ich euch, was Duisburg sonst noch so kann. Wir sind hier im wunderschönen Rheinpark, direkt an einer super Location am Rhein gelegen, bei bestem Wetter. Die Kids am Spaß fahren den neuen Sport, den die Stadt Duisburg vor ein paar Jahren gebaut hat. Mountainbike, BMX, Skateboard. Ja, und ich würde sagen, hier fahren die Jungs von morgen. Für alle Wakeboarder und Wasserski-Fans und Wasserraten, die sonst so da draußen rumtummeln, sind wir hier an der Wedau. Die Anlage hat bei gutem Wetter eigentlich immer geöffnet, also kommt vorbei und guckt es euch an. So, hier sind wir in Moers, eine Nachbarstadt von Duisburg, bei meinem Homespot. Eigentlich ist hier mal viel los, 15, 20 Kids, die hier fahren und viel Spaß am BMX und Mountainbike Dirt Jump haben. Und heute ist natürlich der Event in Duisburg. Deswegen sind alle da und ich hier in Moers und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch mal zurück in den Landschaftspark. So, endlich zurück im Landschaftspark, der auch eine Menge zu bieten hat. Unter anderem kann man hier tauchen in einem riesen Wassertank oder klettern in so Silos, wo die Kletterwände aufgebaut haben. Schauen wir uns jetzt aber die Action an von den T-Mobile Extreme Playgrounds, wo die Fahrer richtig steil gehen. Und ich werde jetzt mal losgehen. Wir steigern die Spannung noch ein bisschen. Nach der Werbung geht's richtig los. Welcome back zu den T-Mobile Extreme Playgrounds in Duisburg. Wir fangen an mit den Highlights der BMX Dirt Jump Vorrunde, in der sich 14 internationale Fahrer um einen heiß begehrten Platz in der zweiten Qualifikationsrunde battlen. Hey Rob, it seems like it's gonna be a wild contest this year. I'm expecting to have a good time. The jumps are real fun, so it's kind of hard not to have a good time out here. And everyone's riding real good. Das sind alles so Kandidaten, die irgendwas im Petto haben, die den ganzen Winter lang im Motor trainieren oder irgendwo. Because it's like the first big comp of the year. This is where you'll see all the new stuff. Wie gefallen dir die Band? Das ist ein Klassiker, ne? Bad Religion ist auf jeden Fall mein Alter. And AFI is playing too, right? Like, I'm pumped. Vor zwei Jahren war ich hier noch Autogramme sammeln hinter der Backstage hier quasi. Und jetzt, wenn man so ein bisschen mit denen spricht und so, sind es eigentlich auch nur normale Menschen. Ne? You that you ride every day, right? No. No? Once or twice a week, maybe. Really? Baby, I can't ride all the time. It depends. Sometimes I'll ride for 3, sometimes I'll ride for 8. Like, it just depends on the day, I guess. Come on, 8 hours, that's... I swear, yeah. Thank you, and have a good time then. Thank you. Die besten 8 haben sich durchgesetzt, und wer von denen ins Finale kommt, das seht ihr jetzt. Also, 8 Fahrer geben sich in einem sogenannten Head-to-Head-Battle die Ehre. Das bedeutet jeweils 2 Fahrer gegeneinander. Der Bessere kommt weiter. Erster Fahrer am Start, Simon Moratz aus Deutschland. Er fährt seit 8 Jahren BMX und trainiert unter anderem im Lohhofpark in München. Sein Kontrahent im Head-to-Head, Ryan Güttler, 27, aus Australien. 2005 und 2006 räumte er ziemlich ab, aber nach einigen üblen Verletzungen scheint er immer noch ein wenig auf Aufholjagd zu sein. Ganz knapper Vorsprung für Ryan und somit ein Platz in den Final Four. Nächster Fahrer, Patrick Guimès aus Frankreich, der schon seit Jahren in der Top-Liga der europäischen Fahrer mitmischt. Einmal im Jahr hostet er seinen eigenen Contest, den Lord of the Dirt, und lädt alle seine Kumpels dazu ein. In der Wiederholung sehen wir nochmal diesen schönen No-Foot Can-Can. Also schon mal gut vorgelegt, da muss Ryan Nyquist Gas geben.
Ein echt sympathischer Fahrer, der schon alles, was es an Preisen gibt, eingesagt hat. Kein Wunder, der Mann fährt seit seinem dritten Lebensjahr. 720 auf dem letzten Jump. Dieser Run reicht aber nicht aus. Ryan kommt zum ersten Mal nicht in die Final Four und Guimes freut sich dafür umso mehr. Nächster Fahrer, Markus Hampel, der ja bei allen Contest-Hügeln seine Finger im Spiel hat und auch hier wieder mal ein wahres Wunder vollbracht hat. 70 Meter lang ist der Dirt-Parcours und besteht aus 200 Tonnen Erde. Die Hügel sind bis zu 2,50 Meter hoch und aus dieser Höhe kann ein Crash ordentlich wehtun. Hampels Gegner, kein geringerer als Anthony Napolitan aus den USA, BMX World Dirt Champion 2009 und World Champion der Do-Tour 2009. Napolitan gehört der New School Frontflip-Generation an und ist unter anderem für seinen wahnsinnigen Double Frontflip bekannt. Napolitan haut dank einem starken Run Hampel raus. Und nun unser BMX-Küken Max Heidböhmer, 16 Jahre jung aus Moers, ist der Wildcard-Gewinner der Local Support Dirt Challenge 2010 und ein guter Freund unseres Moderators, BMX-Pro Benny Paulsen. Na, wenn das mal nicht eindeutig ein David gegen Goliath Head-to-Head ist. Heidböhmers Kontrahent ist Rob Darden aus den USA. Darden hat 2009 bei allen T-Mobile-Events mitgemischt und ist technisch sehr versiert. Solide Vorstellung von dem Vorjahressieger Darden. Und in unserer Geschichte ist David alias Heidböhmer leider der Verlierer. Also, Darden, Napolitan, Guimes und Güttler schaffen es in die Final Four des BMX Dirt Contests. So, genug des Radfahrens erstmal. Jetzt live on stage, Sum 41. Come another casualty in the Zion. Fall in love. Come another victim of your